Ach, das ist doch einfach! Die Fee ist mir 100 Goldsätze wert! Ist immer eine passende Bemerkung! Hilfsbereit und lustig. Das ist eine schöne Paarung. ja. Das war ein Satz mit X. Dix. Also irgendwie... Ich finde diese Grafik gerade etwas komisch. Diesem einen Horn da oben drauf, das ist irgendwie... Das ist nicht Standard. Nicht eingetragen, du. Das kriegst du beim TÜV nicht eingetragen. Der hakt da noch. Wir gehen nochmal zum Elfensee, Feensee. Vielleicht ist irgendwas passiert, hör. Es ist nichts passiert. Schön, dass unsere Axt auch niemals stumpf wird. Sonst wäre das echt irgendwie ungünstig. Sie ist stumpf, Kopf wie eine neue, Arsch. Hey, ich hab die Hüten, Schoring? Oh Gott, das ist auch ein Dorf. Olaf, Olaf! Oh Gott, das sind die Piraten, ach du Scheiße! Ich lauf da einfach, nein, was denn da? Schrecklicher Olaf, bitte sehr! Ich kämpfe lange genug für diesen Ruf, aber ein Tun, Sprotte! Schrecklicher Olaf, schrecklicher Olaf! Was ist? Kann ich ein bisschen rauben und Brandschatzen tun? Davor sind wir doch hier! Durchbuddel, fang schon an! Hurra! Har har har! Was gibt's da noch zu gaffen? Packt mit an! Zeigt dir die echte Piratenscheiß! Los geht dat! Captain, Captain! Wir können einen Eimer werfen tun! Ihr Schufte! Glaubt nicht, dass wir uns ohne Treib ewig gefallen lassen! Mein Schwert! Vater nicht! Was willst du tun, Helma? Na? Har har har! Der Stichling hat so gar keinen Stachel! Also los! Gib mir den harmlosen Schnecken mal eine Lektion Respekt! Au! 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 Ich schon alles! Kickt her, wie man das mag! Das soll Beute sein? Hier ist der Dreck! Au! Geil! Und was blifft über... Was blifft übrig? Übrig? Das! Und das! Und das! Und das auch noch! So! Schaff die Beute um Schip, flinke Fette! Hopp hopp! Darf ich auch mal was tun, oder? Unser Hausrat! Und das nehme ich auch noch mit! Nimm ich das. Har har har. Har har har. Ihr Böden blüfft hier und blühe die Reste. Ar ar. Ar 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 ar. Die Leute werden mir nirgends schon untereinander nehmen. Würden die das? Hast du denn nie genug? Lange du noch vertüft, hüfig du wenig, Minium. Also ihr Böden, dann ihr mir nichts übersehen tut, der ist komplett. Ah, verdammt. Schickram! Olaf nimmt das große Drachenschiff und wir können nachher mit dem Küstensegler durch unser Schindel schippern. Schnack nicht! Lang rum hier! Fange nicht an zu plündern! Piraten! Kickmol! Zusatzbeute! Har har har! Aufs Maul hier, ne? Jetzt weiß ich natürlich zum Glück wieder mit gegen was die... Ruf mal Eule hier, ne? Hallo Eule. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er für Schaden gemacht hat. Verdammt. Ich sollte das vielleicht mal aufpassen. Ich Deutschass und so, ne? Ein Gegner. Ein Gegner. Oh, das ist schon mal recht effizient. Also, Stärke, Klinge, Wasser, Schwäche, Wucht, Erde. Also, Wucht und Erde. Ach, toll. Das habe ich gebraucht. Wucht. Nein, Moment. Wuchtwaffe. Holzkeule plus 5 ausgerüstet.
Rankenzunge. Alter, die Sprotte hält harte Flossen. Was soll das, eine Sprotte? Ist das irgendjemand? Oh, ich habe keine Wuchtwaffe, toll. Gut, dass ich das jetzt merke. Und natürlich den da mal. Oh, boah. Ganz schön hartnäckig, denke ich, die Typen. Oh, er hat die Wuchtwaffe schon ausgerüstet, toll. Ich bin so toll, ich hab's drauf. Stirb schon. Kopf, aua, schnell, Med her. Was war das jetzt? Ich hab's nicht gelesen. Das ging so schnell. Na komm. Kann ich hier Vorspultaste drücken? Ist kein Super Nintendo Emulator. 26 Gold, Stufe 6. Ach. Was geht dort vor, Vater? Vielleicht neuer Acker. Die Frauen in die Häuser. Wir klonen das für den Fisch. Das soll ein großer Fisch sein. So groß war mal einer, den ich. Was ist das da hinten? Lass uns da mal nachsehen. Ihr trocknet sind sie lang haltbar und taugen sie als Zelthalterung. Ah, Hering. Ja, ich hab den Witz kapiert. Kann es klauen? Mit Wölfen scheint man hier auch ganz gut alleine zurechtzukommen. Was? Waffen spenden? Mach ich mal noch nicht. Moment. Das hat mir jetzt nichts gebracht. Toll. Einmal Haushaltskram. Ein lecker eingeweichter Fruchtbrei mit ganz vielen Scherben. Wärst du kaum wagt, hat danach geschieden. Die siebte Wange. Einmal Haushaltskram, einmal Haushaltskram. Kann die Möhren mich mitnehmen? Die kann ich wieder nicht anschauen. Ein flatter Fetz unbestimmter Art. Na du, brav Bubi, du sagst gar nichts von Wäschediebstahl. Was kümmert den Glanz des Gülden in die Jacke eines Bauern? Nie nett. Ich brauch das dumme Ding ohnehin nicht. Das ist doch mal nett. Warum hockt der da unten? Unkraut gerupft. Ich komme nicht zu dem restlichen Unkraut. Alle Rüben stehen rein und glied und so viel Ordnung sind wir mit einem stolzen Erfahrungspunkt belohnt. Ja, aber zu dem anderen Unkraut komme ich nicht. So, nachdem ich jetzt bald alles gemacht habe, außer mit den Leuten zu reden. Nasses Netz, Pfahl zum Aufhängen, wohl ein Fischerdorf. Seht, ein Fischerdorf! Pff, mit Wasser geht das auch! Einmal wie wir richtig gesund werden! Die Folgen der rohen Gewalt. Es sind Situationen wie diese, die uns der Nachdenklichkeit anregen. Da werden wir die mit seinem Blut bezahlen. Ja, es ist was ein Spiel. Wie kommt man auf sowas? Geht, wir haben Sorgen genug. Und ihr seht aus, als ob ich die Gewalt auf dem Fuß erfolgt. Wir sind die Gewalt. Und genau darum solltest du uns etwas freundlicher sein, Mann! Drohst du mir? Ich mache etwas viel Besseres! Ich schlage dir ein Geschäft vor! Ein Geschäft? Worüber? Du siehst doch selbst, wie wenig wir noch haben. Wie wenig ihr jetzt noch habt, eben! Aber du weißt, wer euren Besitz mittlerweile hat! Mein Piratenstützpunkt ist, lockt noch mehr Beute! Jede Wette! Ich verstehe, statt es einen Räubers verlangt, nur einen anderen nach unserem Habe. Wie unglaublich selbstlos der Welt noch ist. Gar nichts versteht ihr! Was schämt mir der Besitz armer Fischer? Nein! Ich denke, die Piraten sitzen auf ganz anderen Schätzen, an ein paar Netzen und Töpfen. Höre, du sagst mir, wo ich die Piraten finde, und ich bringe euch dafür ein bisschen gut zurück. Na? Welche Sicherheit habe ich, dass du nicht auch mit unserem Eigentum was in Staub machst? Gar keine! Du hast die Wahl, deine einzige Gelegenheit versteigen zu lassen, oder nicht? Denke nicht, dass sie schwach sind. Mit dem wilden Wagen werden wir fertig. Aber die Piraten... Ja, ja, deine Antwort, nun? So sei es, bei Naffer. Wenn ihr die Küste gen Norden hinaufsegelt, wagt euch durch die Klippen. Dann trefft ihr auf eine große Insel. Dort haben die Piraten ihr Lager.
Aber gebt Acht, es ist gut bewacht und starrt vor axtkundigen Männern. Und am meisten hütet euch vor Olaf, er heißt nicht umsonst der Schreckliche. Er wird es sein, den der Stecken packt, wenn wir die Fackel der Gerechtigkeit in sein Lager tragen. Du sagst es, wir hätten so Segel, da brauchen wir ein Boot. Von unserem bekommen wir keins. Aber halt an Fjordufer. Keine Ahnung, wie das ausspricht. Fjordufer vielleicht, das ergäbe Sinn. Nach dem Segel der beiden Piraten Ausschau, die ihr erschlagen habt. Die Schufe zieht der Schiffmeister am Karstfelsen. Land, sucht dort und habt eure Gefährten. Wir sind im Geschäft! Hast du nichts zu tun? Na, geht doch. Das Haus, das schöne Haus, die Piraten haben es völlig auseinandergenommen. Ja, ein bisschen Kleber und so, ne? Mit Teserband und dann geht das. Die verlorene Rufknecht! Was sitzt du hier rum? Lasst einer in seiner Trauerlei. Die Piraten haben ihm sein Teuerstes genommen. Seine Sense? Sense. Seine Braut. Kommt bei manchen aufs selbe raus. Einer war mit seinen Kindestagen die Mark Kuna versprochen. Aber seit sie von den Zielraum gewaltsam verschleppt wurde, haben wir nichts mehr von Kuna gehört. Ihr magt es jetzt bei den Piraten? Hoffentlich ist sie hässlich. Dann kann ihr nicht viel passieren. Ach, halt den Mund, du grober Klotz. Hör zu, Knecht. Wenn wir deine Magd, deine Kuna finden, retten wir sie. Kuna, ach Kuna. Das klang ja nicht gerade, als sei er von uns überzeugt. Gehen wir mal durch die... Der Herr Hagen ist eine einzige Anklage gegen die Raff gegen Piratenplünderei. Scherbenglück, sieht mir etwa irgendjemand singen und tanzen? Wenn ich etwas hasse, dann sind das Leute, die Beute unbrauchbar machen. Besen. Ey, ich hab wieder... Metronom hier, ne? Ich spiele danach Klavier, Jungs. Sie haben uns alles genommen. Alles. Hier, die Dinger lagen vor dem Haus. Ah, unser Haus ist krank. Vielen Dank. Naja, wegen der Grundausstattung ist wieder im Haus. Die Helden halten wie diese Edeltat Hunde oder Fahrradhunde. Yeah. Das nehmen wir schon wieder mit. Das Gras in der Pfanne könnte man auch zu einer leckeren Suppe auskochen. Ja, da bleiben wir mal lieber nicht zu essen. Heute nicht, nein. Was hast du, Asbjörg? Hier ist es, ihr Götter, steh uns bei! Wo redet ihr, Alte? Ist das Weib etwa besessen? Pff. Asbjörg! Asbjörg! Du! Was hast du mit der alten Asbjörg gemacht? Wer, ich? Ja, du, sie verlumpert sie dich so! Hat sie etwa auch schon einmal Bekanntschaft mit deinen Eisen schließen müssen, Hexenjäger? Ich vergesse nie einen Frevler. Darum weiß ich mit Bestimmtheit, ich kenne die Frau nicht. Also ich kenne dich, Brunn. Daran kann kein Zweifel bestehen. Sie kommt wieder zu sich. Geil. Jungchen, es ist besser, wenn du erst einmal vor die Tür gehst. Aber ich... Keine Diskussion! Nochmal von vorne! Von vorn! Was hat er als Beck nun? Was macht sie sonst nie? Was wird sie schon haben? Der Hexiger, das alle mit ihm zu Tode erschreckt! Er sagt, er kennt sie nicht! Er lügt, das ist doch offensichtlich! Sie kommt wieder zu sich! Schon wieder! Ich weiß! Oh, wo ist der hin? War es doch nur ein böser Traum? Woher kennst du ihn? Sprich! Lass ihr noch Zeit, sie zu sammeln! Also gut, warten wir etwas! Gisel, einigen Fee für Takt und Rücksichtnahme, hey! Können wir was klauen? Nein. Das könnte jetzt etwas dauern. Nun ist aber genug! Woher kennst du den Paladin, alter Asbjörg? Ein Paladin? Er? Ausgerechnet er? Was redest du? Fremde, er ist die Ausgeburt des Gestürzten. Ein finsterer Scheusal. Er war es, der mich verfasst, Rasian. Nein, ich kann nicht darüber reden. Es war zu schlimm. Was sagst du? Was, Rasian? Du bist wer, Alte? Damals war der Bäcker noch nicht mal auf der Welt. Als ob ich jemals dieses grausame Gesicht vergessen könnte. Ich spreche die grausame, die Frau. Egal, sie hat verdient, sie ist eine alte Frau. Ich werde ihn auch noch nach weiteren 30 Jahren wiedererkennen.
Hm, eigenartig, aber er hat sich in aller Zeit nicht verändert. Na eben, jetzt haben wir sie auch. Hm. Aber diese Ähnlichkeit, er ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber wem denn überhaupt? Die begegnet sind, hören sie immer noch seinen Namen auszusprechen. Kittchen, man weiß nie, was man dadurch erweckt. Wir nennen ihn nur den Raben. Der Rabe? Ja, das stellt was. Erzähl, Asperger, was ist geschehen? Gar nichts wird sie. Du siehst doch, wie sie quält. Wie es sie quält. Was immer daraus geschah, ist vorbei. Asperger sollte hier ihren Frieden finden. Du bist eine gute Herrin, also. Vater mag euch willkommen geheißen haben. Oder heißt nicht, ihr dürft von den Mägden mit Spuk aus der Vergangenheit schrecken. Lasst das. Brunn, sie sagen, dass wir reinkommen. Sollt sie aber benehmen. Ich habe doch überhaupt nichts. Keine Diskussion! Genug angestarrt, es bleibt leer. Ihr wohnt bewaffnete Weiblichkeit. Was ist das, Nudelholz? Hüte dich, Fischlein. Keine deiner Untat wird mir verborgen bleiben. Was redest du? Er ist tot. Hüte dich, Fischlein. Das rechte riecht nach Rüben, das linke nach Fisch. Diese Kühe können allen Zubereitungsmöglichkeiten angewendet werden. Alle drei. Ich habe einen Wassereimer. Hey, ich bin's. Rot. Ach so. Was bringt mir das? Gar nichts. Beitammer! Eine sogenannte lokale Spezialität! Eingelegtes Fischass, extra lange vergoren. Oh, lecker. Hier landen also alle alten Gräten. Ein schnell Bespannwebstuhl für raschen Farbenwechsel. Zurzeit scheint grün gefragt. Ach, es fehlt mir. Ein abwechslungsreiches Leben, fern von Haus und Klein-Klein. Und Eintönigkeit. Nein, rote Wolle. Aha. Die Stoffränder kommen nur noch selten bis zu uns. Und das letzte Knäuel haben uns verfluchten Piraten geraubt. Was geht euch darum? Ist wieder zu lang. So, was denn? Nun, also ich könnte dir etwas Geschmackvolles weben. Also das komische Ding, das sie trägt. Hey, ich liebe dieses Kleid. Dann webe ich euch eben nichts Modisches, sondern etwas Nützliches. Abgemacht. Abgemacht. Was stimmt denn mit meinem Kleid? Was passt? Ja. Was hat er gesagt? Entschuldigung. Eine ganze Sammlung. Ich sehe Kraugenhut, Schlundschwarm, Bank, Borkenpilz und Kieferfroh. Dem Geruch nach ist das nicht der erste Fisch, der an dem Pfahl hängt. Wie ist das nicht gerade? Ich wusste es. Es gibt einen Besen, der noch unmagisch als mein eigener wirkt. Die Herrin zur Ehre, die Leben huldvoll sprießen lässt und Wunden gerne schließt. Was zur Hölle? Machen wir gleich nochmal, weil es so lustig war. Das Loch hat keine Bedeutung. Eine Art Angel für Getreide. Was? Kommt mal auf das. Irgendjemand scheint mächtig stolz auf diesen Fang zu sein. Nimmt einen Spaten. Mutig Quecht. Sind sie weg, die Piraten? Ja, sehr mutig. Wir haben den Spaten. Wir können jetzt den Acker umgraben, was wir schon immer tun wollten. Hey, habe ich den Büsch... Und wo ist nun das versprochene Schiff? Jungchen! Hast du deine Augen im Dorf vergessen? Dort hinter dem beschriebenen Felsen schaukelt es mitten auf dem Fjord! Bin ich Ausguckjunge oder stolzer Paladin? Wo ist denn hier ein Schiff? Spinnen wohl. Habe ich den schon kaputt geschlagen? Ich glaube schon. Gut, Karte gibt es wahrscheinlich keine. Nein. Nix ist Karte hier, ne? So, jetzt können wir wegen Leichenschändung betreiben. Ach nein, Moment. Wir können wahrscheinlich wieder keine Gräben austragen, nicht? Ja, musst du Fallout spielen, ne? Fallout 2 hier, da kannst du Gräben aus. Aber, ach so, der eine schützt halt auch mit. Planst du etwa eine Grabschändung? Oh, Sinn! Das Grab ist noch drei Schritte weiter oben! Das ergibt Sinn. Genug Geschwätz. Hier sehe ich die Stelle. Auf geht's. Alles gut. Wer gräbt? Verstehe. Alles doch besser so, wenn das hier etwas werden soll.
Sieht mir aus wie so ein Presslufthammer oder so. Nein, nein! Bitte bloß nicht an, mich abzuwechseln! Du hast den Spaten. Du hast den Spaten kaputt gemacht. Mecker doch über andere Leute Arbeit! Wo ist denn nur diese Diebesausrüstung? Gefunden! Wir finden zwei mit die. Dann können wir also endlich weiter. Ist langsam hier noch niemand gegraben, seit die Leute zu sehen. Noch ein leeres Loch, das inhalt längst in die Heldentaschen gewandert ist. Das ist noch ein Loch. Kannst du hier nicht ausgraben? Kannst du hier einfach überall Löcher graben? Macht man nicht. Könnte ich U-Bahn-Tunnel ausheben? Und wir gehen rauf. Ein Wunder, dass uns die Holztreppe überhaupt aushält. Yeah. Okay. 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 Das merkt er auch überhaupt, ne? 150 EP. Danke, jetzt geht aus der Truhe. Aber immer. Heilung und Marquis-Trank aus der Truhe. Hey, was haben wir denn hinter meine Sachen verloren? Vielleicht ist es ja gar nicht das, wonach es aussieht. Ob es das ist. Hopp, hopp, du legst alles wieder hinein. Mach die Truhe wieder zu. Das sage ich dir. Aber jetzt habe ich extra Ohren. Ganz für dich allein, wenn du im Truhennähe bist. Okay. Das passiert also, wenn man zu gierig ist. Aber dafür speichert man ja vorher, ne? Manche würden das jetzt als Cheaten beschimpfen, aber ich finde, das ist eine völlig legitime Art zu gewinnen. Jetzt muss ich sie wieder aufkriegen. Verliert doch eigentlich einen Dietrich? Ach, komm. Gute Frage. Weil ich da irgendwie zwei von gefunden habe. Dietrich, Dietrich. Ah, ich brauche wirklich jetzt. Ach, ist doch zum Kotzen. Was sind das für Dietriche, die immer abbrechen? Das ist ja wie ein Gorik. Ah, fantastisch. Es riecht diese Kacktruhe nicht mehr auf. Was ist? Ach, geht doch. Und wir langen natürlich nochmal hinein, natürlich. Nein, nun fiese. Vorsicht, schließt so einen Deckel, um die Spuren einigermaßen zu beseitigen. Ah, ja, ja, bla bla, Räuberhöhle. Apropos, was passiert, wenn ich jetzt nochmal die Truhe aufmache? Man merkt doch überhaupt, dass das Schloss weg ist. Nein, noch einmal stelle ich mein Glück nicht auf die Probe! Sagt die Uhr sagt, ich soll das langsam mal Feierabend machen, weil. Naja, wir bringen doch schnell die Kette zurück und dann ist auch gut für heute. Das muss reichen, die Kette, die muss ich dahin werfen. Werfen, genau. Meine Kette! Du hast sie wirklich dem gierigen Müller entreißen können! Sieh das Segen für dich! Alle Helden halten 12. Sag ich nicht, die Kette wird ja nichts wert! Also, dann füllen wir meine ausgestreckte Hand! Du nicht so, als wenn du aus einmal geöffnete Müllertruhe nicht gleich noch mehr mitgehen ließest. Das ist doch Lohn genug. Nichts da! Drück dich nicht um unseren Handel! Ohne mich hättest du die Truhe nie aufbekommen. Wer hat dir denn von dem Dietrich geholfen? Hä? Wir sind quitt. Betrügerin! Das macht man hat man davon, wenn man sie mit den Leuten einlässt, die bei anderen in den Kreide stehen. Können wir wenigstens deinen Kochtopf benutzen? Das tut dir doch nicht weh. Mein Topf? Na, meinetwegen. Aber zerkratzt sie nicht, junges Ding. Das kann ja inzwischen alles braun. Heiltrank, Gegengift, Kräutersud. Alles klar. Ja, das war's dann für heute, würde ich sagen. Reicht. Energie ist auch wieder aufgefüllt. Ach, was will man mehr? Und als nächstes... Wir könnten noch schnell... Sind da wieder Gegner im Wald? Vermutlich. Moment. Ja, das sind wieder Gegner. Ich will dich heute nicht mehr töten. Keine Lust mehr darauf. Nein, du das morgen oder... Ne, morgen nicht. Morgen nehme ich nichts auf. Also habe ich nicht vor, was aufzunehmen. Wenn ich das nächste Mal aufnehme, darfst du sterben.
Schauen wir mal, kriegen wir die Truhe jetzt mit dem Dietrich auf? Nee, der Scheiß. Hab ich die jetzt noch behalten? Wer weiß ja nicht. Ja, gut. Dann überspeichern wir mal alle hier, ne? Warum auch immer ich das jetzt mache. Und würde sagen, ich mache für heute Schluss. Ja, das war Wolfmein für heute. Wir sind enorm überhaupt nicht weitergekommen. Irgendwie überhaupt nicht. Ne? Ich komme in Rollenspielen immer nicht vorwärts, weil ich immer stundenlang überall rumrennen muss, mit jedem reden muss, mit alles mitnehmen muss. Und ja, ja, wie es halt so ist in Rollenspielen, ne? Egal, das war's für heute. Ich sag Wiedersehen.